Moin Moin und willkommen zu einem weiteren Video bezüglich der Galaxy Paintings. Fick dich, Trecker! Und zwar sind jetzt die letzten Wochen oder beziehungsweise für meine Verhältnisse sind diese Videos eigentlich ziemlich gut angekommen. Das Grobe, was da quasi noch mit bei war, war einfach nur, dass super viele Leute einfach ein Bild haben wollten. Jetzt habe ich natürlich keine Chance gehabt, bei mir den Kram zu machen. Und ihr habt beim letzten Video schon dann gefragt, ja, wie sieht's aus? Wie kann ich so eins haben? Ja, ihr könnt so eins haben. Allerdings möchte ich mich einmal eben ganz kurz bedanken. Und zwar danke ich Azy für diese wunderschöne, tolle blaue Farbe. Damit zaubern wir heute ein bisschen was. Genauso wird das heutige Bild auch an Azy rausgehen. Allerdings jetzt nicht direkt heute, aber ich male es schon mal für ihn oder spraye es für ihn. Und dann wird es rausgehen. Zusätzlich hat der liebe Flashy ein bisschen an meine Gesundheit gedacht. Leute, Gasmaske non plus ultra bei so einem Kram, wenn ihr in einem geschlossenen Raum seid, wo ein bisschen hin und her was durchläuft, ist natürlich klar, Gasmaske ganz, ganz wichtig, genauso wie Handschuhe. Jetzt haben mich zahlreich Leute gefragt, wie kriegen sie denn eins und was auch immer. Ich möchte jetzt quasi diese Dinger auch nebenbei ein bisschen machen. Allerdings habe ich mit der Community abgestimmt, wie wir das denn machen, ob man da denn Geld für nehmen kann oder nicht. Und ja, wir werden dafür Geld nehmen. Es ist klar, die Farben kosten Geld, die Leinwände kosten Geld und was jetzt neu dazu kommt, und zwar die Versandpakete. Fürs letzte Mal, die meisten Leute haben es nicht mitgekriegt, ich habe an Flashy zwei Bilder geschickt. Das Problem war bloß, dass das ganze Bild 64x80 war und da ich 4 cm über den normalen Paketgröße kam, fick dich nochmal, Trecker. Das ist, wenn man auf dem Dorf wohnt. Ist bei mir das Problem, dass ich Sperrgutzuschlag zahlen musste von über 24 Euro. Dementsprechend muss ich jetzt Pakete holen, die genau 60 cm sind, wo ich dann den Kram reinkriegen kann. Für die Leute, die ein Bild haben möchten, ja, Azy kriegt jetzt noch eins, weil er supported hat, beziehungsweise aus der Wunschliste was rausgeholt hat. Für die Leute, die gerne eins haben möchten, kommen bitte auf den Discord, schreiben mich dort an. Dort kriegen sie einen ganz normalen Standardpreis, den werde ich machen, weil, wie gesagt, alles Geld kostet. Ich will damit nicht mit Plus oder so rauskommen, sondern ich möchte diese ganzen Kosten gedeckt haben. Und dieses mit Wunschliste ein bisschen was raufsetzen, das bringt es irgendwie nicht. Discord, Instagram oder Twitter habt ihr die Möglichkeiten, das steht alles unten in der Videobeschreibung, mich zu fragen, was sowas kostet. Ich werde euch das mit einem Video anfertigen, ich werde auch sagen, wem das dann gehört. Und es wird nochmal handsigniert und dann losgeschickt. Allerdings alles erst ab nächsten Monat, vielleicht ein kleines Weihnachtsgeschenk. Das nächste ist, ich wurde in den Kommentaren darauf aufmerksam gemacht bezüglich der Kommentare für dieses Bild. Ich habe mir selber Gedanken gemacht, soll ich ruhig sein bei diesem Bild oder und einfach so ASMR-Stil laufen lassen oder soll ich quasi dazu noch immer ein bisschen was sagen, was als nächstes kommt. Wir probieren es heute mit Azys Bild, du bist das Versuchskaninchen, versuchen wir das heute mal ein bisschen zu kommentieren. Für die Leute, die natürlich Bock drauf haben oder allgemein denen die Videos gefallen, bitte lasst einen Daumen da. Für die Leute, die natürlich Bock auf ein bisschen mehr haben, abonniert den Channel. Viel Spaß mit dem Video, bis gleich. So, ich bin jetzt nicht euer Vater, sondern ich bin jetzt quasi in dem Fall euer Spraypainter Deluxe Griggy. Problem bei der ganzen Scheiße ist, als Brillenträger siehst du nachher nichts mehr, weil deine ganzen scheiß Gläser beschlagen. Das Bild kann nur gut werden, Leute. So, da wir natürlich heute ein bisschen was erzählen wollen, wie gesagt, wir brauchen wieder ein bisschen Handschuhe, ein bisschen Farbe. Ich habe jetzt hier schon so ein kleines Grundkonzept rausgefiltert, finde ich eigentlich ganz geil. Und zwar die gelbe Sonne in der Ecke. Das sieht schon immer echt geil aus, das hat auch immer ein bisschen was. Am Anfang sieht das immer ziemlich deppert aus, aber wenn es dann am Ende losgeht, hat das irgendwie was. So, und das machen wir mit ein bisschen Rot, das macht dann ein bisschen Flamm. Das Schwarze macht das alles noch mal ein bisschen aggressiver. Und das Weiße bringt einfach nur noch mal den Schwung rein. Und das sieht mal richtig fett aus. Natürlich muss sowas immer schnell genug gehen, weil sonst trocknet das sofort weg. Und dann kann man nämlich nichts mehr machen. Ab in den Müll. Deckel drauf, Klappe zu, Affe tot. Auf der entgegengesetzten Seite machen wir das alles ein bisschen dunkler. Das macht so einen Yin- und Yang-Effekt.
Ihr seht jetzt, das ist zum Beispiel Elvis neue blaue Farbe. Die hat so einen kleinen lila Tab mit drin. Und die sprüht so ganz komisch nochmal. Die hat einen ganz, ganz komischen Kopf, aber ist geil. So, das verwirklichen wir mit ein bisschen Schwarz. Und die rote Farbe, die ist so krass kräftig. Das sind die auf jeden Fall nochmal mit ein bisschen Gelb. Und ein bisschen Grün nochmal ein bisschen verzieren. Ach komm, nehmen wir noch ein bisschen Blau, das ist scheißegal. Das sieht erstmal aus wie ein Kinderparadies, aber das soll es ja auch. Also am Ende des Tages. So, jetzt geben wir ihm gleichzeitig nochmal so einen kleinen weißen Touch mit. Einen ganz kleinen weißen Touch. Jetzt kommen wir zu dem kleineren Übel. Wir werden mittig nochmal einplatzieren. Aber dass der Schwung irgendwie aussieht, als würde der von hinten kommen. Den werden wir jetzt auch nicht anfiesen, sondern wir suchen uns jetzt hier eine Stelle aus, die ungefähr ganz geil aussieht. Und ich glaube, die ist ganz cool. So. Den unteren Bereich, den mache ich jetzt gar nicht mehr mit irgendetwas, sondern wir machen jetzt nur noch schwarz. Aus dem Aspekt, ich habe jetzt ein bisschen gelernt, wie ich Sterne mache. Und das sieht ganz geil aus. Jetzt kommen wieder die sporadisch weißen Sterne. Irgendwie prickeln die auf den neuen Handschuhen. Naja. So, und jetzt geben wir den ganzen von einer Seite ein bisschen Licht. Jetzt kommen die Sterne dazu. Oh Gott, das war ein bisschen viel. Künstler arbeiten mit dem, was man hat. Oder mit dem, was man nicht kann. So, und das verziehen wir jetzt wieder mit dieser kleinen rot-blau gemischt. Ich finde, das sieht super, super nice aus. Aber von so zwei Seiten kommt. So, lieber Easy. Gefasst auf das Bild, was du nach Hause geschickt bekommst. Et voilà. Ich bin ganz ehrlich, ja? Aber das sieht immer so nice aus. Ich verliere mich da mal ein bisschen drin, ne? Aber das hat was. Endlich wieder atmen. Ja, Leute, wie gesagt, das ist jetzt sozusagen das Bild. Wenn ihr natürlich selber Interesse habt, jetzt selber eins zu haben, wie gesagt, das soll jetzt kein Backup oder was auch immer sein. Das soll einfach nur für euch als kleines Dankeschön fürs Zuschauen. Allerdings mit gewissen Umkosten, logischerweise, weil sonst würde ich auf den Kosten hängen bleiben. Und einfach mal, um das überschaubar zu machen, so ein Paket Farbe kostet ca. 60 Euro.
5 Leinwände, 60x80, kosten 40 Euro. Und diese Pakete, die ich dazu bestelle, womit ich die exakt verpacken kann, dass die heile bei euch ankommen, kostet halt auch nochmal 30 Euro oder so, je nachdem. Dementsprechend, falls ihr Interesse habt, lasst einen Daumen oben. Discord, Instagram oder Twitter steht alles unten drin. Viel Spaß!